Also, der Gerd hat mir erzählt, dass praktisch er die Bienen jetzt nass spritzt, weil er dann denkt, also weil dann die Bienen denken, es regnet und dann sind sie ein bisschen ruhiger. Da schauen wir mal, ob das klappt. Von Licht her stehst du auch richtig, oder? Wolltest du? Ja, mit der Sonne im Rücken. Das passt schon. Sonne im Rücken ist am besten. Aber ich komme jetzt halt von hier am besten dran. Dann komme ich so seitlich, jawohl. Dann kannst du genauso. Ich gehe mal vielleicht sogar auf die Seite. Geht es vielleicht sogar besser hier. So, das ist das Königinnensieb, hat mir der Gerd gesagt. Wenn die Königin drin ist, kann die nicht wieder raus, aber die anderen Bienen, die passen durch. Gerd, da ist noch so eine ganze Truppe dort, die kann ja, dort... Ja, die lassen wir. Gut, okay. Weil, die finden sich. Oder mein großer Verdacht war, dass es zwei Schwärme sind. Ja, das ist, könnte eventuell der zweite Schwarm sein. Und eventuell sitzt in dem noch eine Königin irgendwo. Wenn nicht, dann fliegen die irgendwann auch da rein. Wenn da keine Königin drin ist, dann kommt der Nebenschwarm auch noch in die Kiste. Und wenn die andere Königin da drin ist, dann ist gut, dass nicht zwei Königinnen in einer Kiste sind. Deswegen habe ich den mit Absicht nicht mit rein. Jetzt gucke ich aber hier, ob nicht am Ast zufällig eine Königin rumkrabbelt. Weil dann würden sie alle wieder rauskommen. Jetzt kann man auch das Verhalten der Bienen da in der Kiste beobachten. Kommen sie jetzt tendenziell raus oder gehen sie? Man muss 10-15 Minuten warten, aber wenn man dann 10-15 Minuten, gehen sie eher rein oder kommen sie eher raus? Das ist dann ein Zeichen, ob die Königin drin ist oder nicht. Ja, aber das war's jetzt eigentlich. Gut. Na denne. Und heute Abend, wenn die sich beruhigt haben, ja, dann will Gerd sie an einen neuen Standort verbringen. Das hat er mir erklärt. Ja. Weil das wollen ja die Bienen, dadurch, dass sie ausschwärmen. Und da wird er sie heute Abend praktisch mit dem Auto wegfahren. Und dann können sie dort neue Honig suchen.